Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir spielen So Long Dark. So, das Spiel befindet sich, wie man sieht, immer noch in der Entwicklung. Es gibt aber schon eine ganze Menge Content. Es gibt jede Menge zu entdecken. Und deswegen nehme ich euch mal mit auf diese Entdeckungsreise. Ein Story-Modus gibt es leider immer noch nicht, aber wir können den Sandbox spielen. ja, ein neues Sandbox. So, wir können jetzt hier einen Modus wählen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den normalen Modus, also Reisender. In dem Modus können ein Wölfe oder auch Bären angreifen. In dem Pilgermodus könnte man das komplett ausstellen, was im Grunde realistischer wäre, weil ganz ehrlich, Wölfe greifen einen eigentlich nicht an. Aber um das Spiel etwas schwieriger zu gestalten, nehmen wir das mal. Und also ganz ehrlich, den Hardcore-Modus hier Schleicher, nee, danke. Wir nehmen mal den normalen Modus, Reisender. So. Eine Stadtregion können wir wählen. Wo gehen wir denn hin? Ich weiß gar nicht. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Wolfsberg ist neu. Ich habe nämlich auch schon wieder einige Monate nicht gespielt. Deswegen gibt es hier wieder einiges Neues zu entdecken. Wolfsberg. Für versierte Spieler. Eine abgelegene Bergregion mit sehr wenigen Unterkünften. Nö, ich würde mal sagen, was nehme ich? Küstenstraße. Für fortgeschrittene Spieler eine vom Wetter gebeutelte Küste mit zahlreichen Unterkünften und Ressourcen. Achte auf die Fauna, bla bla bla. Wir nehmen das mal. Ich nehme einfach mal die Küstenstraße. So. Männlein oder Weiblein? Ich nehme mal das Weiblein. Das passt ganz gut. Sandbox benennen. Ja, was weiß ich. LP. So. Nimm mal. Dein Flugzeug ist es. In einem rätselhaften geomagnetischen Sturm in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt. Wie lange kannst du überleben? Schauen wir mal. So. Und da sind wir jetzt. In der kanadischen Wildnis. Im Winter. Wundervoll. Die perfekten Voraussetzungen für ein Survival-Spiel. Wo bin ich denn hier? Neuer Ort entdeckt. Felssturz. Laufen. So. Man kann hier ein bisschen sprinten. Ist schon mal ganz gut. Bin ich denn? Ach, hier bin ich. Ah. Okay. Ein Auto. Was können wir denn hier looten? Gehen wir mal rein. So, was haben wir denn da? Ein Energy-Riegel. Radio geht nicht. Was haben wir im Handschuhfach? Oh, Schmerzmittel. Sehr gut. Müsli-Riegel. Auch sehr schön. Nix. So, was gibt's denn? Okay, da komme ich hier nicht dran. Blenden können wir runter machen. Aber da habe ich noch nie was gefunden. Egal. So, gehen wir mal hinten rein. Ein Brecheisen. Supi. Brecheisen ist super. Was haben wir im Kofferraum? Verschlossen, ne? Gut, dass wir ein Brecheisen dabei haben. So. Eine einfache Wollmütze. Okay. Orangenlimo. Schön. Fäustlinge. Sehr schön. Haben wir hier noch Motorhaube. Oh mein Gott, sie haben es endlich umbenannt. Ich schwöre, wie geil ist das denn? Die ganze Zeit, Monat, Jahre, ich weiß gar nicht, seit wann gibt es das Spiel jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber die ganze Zeit über hatten sie Motorhaube übersetzt auf Deutsch mit Kapuze. Ja? Sowas Behämmertes. Motorhaube, endlich. Finally. Egal. Wir gehen mal weiter. Oh, Kaninchen. Alter, ich habe mich schon erschrocken.
Kaninchen. So. Wir müssen also jetzt erstmal ein bisschen was looten. Darum geht es eigentlich die ganze Zeit im Spiel. Zeug suchen, zum Essen, zum Trinken, zum Warmhalten. So weit alles, ne? Das Übliche also. Kaninchen, komm her. Komm her. Hallo. Ja. Kaninchen, was ist los mit dir? Follow the white rabbit. The black rabbit. Oh, ich bin schon ordentlich am Frieren. Warte mal. Oh, ich bin leicht unterkühlt. Dann gehen wir mal hier gucken. Was haben wir denn hier? Neuer Ort entdeckt. Fischerhütte. Ja, schön. Schweinefleisch mit Bohnen. Lecker. Nehmen wir mit. Aufgerollte Zeitung nehmen wir mit. Nochmal, was haben wir hier drin? Nix. Gar nichts. Da ist überhaupt nichts. Oh, Schränke. Nix. Schimmeliger Schokoriegel. Ja. Nee. Schön. Streichhölzer, sehr schön. Okay, das war's schon. So, man könnte jetzt theoretisch auch noch hier Sachen wie Möbel und was war das hier? Vorhänge auseinandernehmen für Rohstoffe, ne? Zum Beispiel Möbel, da kriegt man dann Holz für, damit man Feuerchen machen kann. Und so weiter alles. Das gucken wir uns aber später an. So. Was ist das hier? Fischereibedarf. Oh, ein Kletterseil. Kletterseil? Das ist aber auch neu. Strapazierbare Seil ist zum Klettern gedacht. Aha. Klettern, hä? Huh? Klettern. Aber was? Oh, das ist auch neu. Okay. Ja, es ändert sich immer recht schnell was hier. Aha. Köder ablegen. Aha, okay. Bötchen. Was haben wir hier drin? Ja, neuer Ort entdeckt. Mein Gott. So, oh, Werkzeug. Sehr schön. Das können wir später zum Basteln nehmen. Da ist nichts drin. Ein paar Schubladen. Dicker Wollpullover. Yay. Und weiter mal hier. Ein Fließpullover. Naja. Brauchen wir nicht unbedingt. Und noch eine Wollmütze. Kann man ja nie genug von haben. Dann habe ich hier noch was? Nö. Ach so, vielleicht sollte ich mich auch mal ausrüsten. So. Was? Hallo? Hallo? Ich möchte... Kannst du hier mal... Hä? Ah. Keine Ahnung, warum das jetzt gelackt hat. Was habe ich denn an? Ich habe einen dünnen Wollpullover an. Einen einfachen Wollschal, eine brauchbare Strickmütze, einfache Schuhe, eine Thermounterbuchse, schön. Und eine Jeans. Mhm. So, Momentchen. Okay, die Mützen sind scheiße. Was ist das? Eine Strickmütze. Was ist eine Wollmütze? Whatever. Okay, wir können das Zeug hier zerlegen. Dann kriegen wir nämlich Stofffetzen und mit denen können wir unsere Kleidung reparieren. Dann machen wir die gleich auch klein. So. Haben wir keinen unnötigen Ballast dabei. Und, was hatte ich? Dünner Wollpullover. Den ersetzen wir mal durch den dicken. Das ist schon gleich viel wärmer. Den kleinen machen wir dann weg. So. Okay, ich heiz mich gerade wieder ein bisschen auf. Das ist schön. Handschuhe haben wir noch gar nicht. Ziehen wir direkt mal an. Und reparieren. Hab ich überhaupt Nähkästchen dabei? Weiß ich gar nicht. Doch, anscheinend schon. Ja, hat geklappt. Sehr gut. Moment. Tatsächlich, ich habe ein Nähkästchen. Yay! Okay, dann
Der Schal müsste mal repariert werden. Das können wir auch mal gerade machen. Wenn wir schon Stoff dabei haben. So, oh, noch 5 Stunden Tageslicht übrig. Da müssen wir auch mal gucken. Das soll es dann erstmal sein, ne? Ja. Dann gehe ich erstmal noch die anderen Hütten abchecken. So. Oh, ein Sturm zieht auf. So. Was haben wir denn hier Schönes? Aha, Feldholz. Ja, mit Streichhölzern immer mit. Erste Hilfe-Set. Was haben wir denn da Schönes? Notfallspritze. Steroidspritze für den Notfall. Bietet einen kurzzeitigen Energieschub. Danach brichst du erschöpft zusammen. Nur als letzten Ausweg verwenden. Oh, es ist ja interessant. Ich hoffe, wir werden es nicht benutzen müssen. So. Daunenweste. Aha. Und nochmal geschmackloses Schweinefleisch mit Bohnen. Ja, lecker. Haben wir hier irgendwas? Nö. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Ne. Okay. Dann war da, glaube ich, noch eine Hütte. Oh, es ist so kalt. So, da gucken wir hier nochmal rein. Ja, eine Fischerhütte. Wer hätte es gedacht? Da ist nichts. Und noch eine Strickmütze. Schön. Mützen kriegst du hier genug. Bist du totgeworfen mit. Best be prepared for anything. Ja. Baumwolle. Schön. Das war's. Magnesiumfackel. Schön. Schön, schön. Oh, eine Gewehrpatrone. Auch sehr schön. So. Dann, warte, wie sieht's aus? Trockener Mund, etwas hungrig, erschöpft und unterkühlt. Also, Zustand eher so lala. Was können wir denn hier mal eben verknuspern? Geschmackloser Müsli-Riegel. Ja, warum nicht? 300 Kalorien. Und dann, ach so, brauchen ja noch was zu trinken. Mit der Limo ist es nicht getan. Wenn man nämlich schläft, trocknet man ziemlich schnell aus. Ich weiß nicht, warum das so ist. Da muss ich mir gerade, ja, hier ist gerade schlecht. Hier hinten vielleicht ein Feuerchen machen. Hallo? Kann ich kein Feuer machen? Ach so, nicht auf hölzernen Oberflächen. Das, ja, das macht schon Sinn. Wo kriegt denn das Feuer hin? Hier ist es zu windig, da ist es zu hölzern. Das ist schlicht. Okay, warte mal. Dann gehe ich doch mal erstmal darüber. Upsi. So. Ab in die Fischerhütte. Zack. Und hier haben wir auch ein bisschen Limo. Schön. Schnur. Angelzeug. Ah. Gucken wir eben noch schnell in die Schubladen. Da ist nichts. Nö, hier auch nicht. Okay. Dann mache ich mal gerade den Ofen an. Ach so, Moment. Moment. Dann mache ich erstmal Folgendes. Die Zeitung zerlegen wir. Dann haben wir nämlich die Geisterzeug. Zunderbündel. Genau. Ein bisschen Zunder. Das ist besser, als die ganze Zeitung zu verplempern. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich brauche ein bisschen Wärme. Na, funktioniert das jetzt? Hallo? Warum dauert das so lange? So, haben wir gemacht.
Nee, warte, noch ein bisschen. Nach. So, 52 Minuten Feuer. Dann machen wir erstmal ein wenig Schnee schmelzen. Ein Liter erstmal. Das muss reichen. Ja. Kommt hin. So, jetzt müssen wir das eingeschmolzene Wasser nochmal abkochen, um es trinkbar zu machen. Warum auch immer. Ich meine, wenn ich jetzt Schnee einschmelze, dann ist das schon gekocht, oder nicht? Ich weiß nicht, egal. So, dann können wir uns hier noch eine Dose Reis machen. Ja, nehmen wir mal hier. Ah, ich habe keinen Dosenöffner. Das ist schlecht. Wenn ich jetzt die Dose aufschlage, dann geht nämlich ein bisschen was von dem Essen verloren. Nö, da mache ich nicht. Das mache ich nicht. Da warten wir, bis wir einen Dosenöffner gefunden haben. Boah, gut, hier gibt es sonst nichts. Oh, doch, da. Ah, Zeit. Na gut, wie sieht's aus? Ah, schön muckelig warm bin ich jetzt. Aber müde und durstig. Durstig, da können wir mal Folgendes machen. Trinken wir erstmal diese vergammelte Traubenlimo. So, haben wir nämlich noch ein paar Kalorien dazu. Wie sieht's aus? Immer noch trockener Mund. Aber das geht schon mal. So, 8 Minuten haben wir noch. Ah, der nicht mehr bei den Hintern. 3 Stunden Tageslicht übrig. So, können wir mal vorsichtig gucken. Ich glaube, ich schlafe in der Fischerhütte. Nachts wird es hier nämlich noch ungemütlicher. Dann, ja, wird es halt kälter. Es wird kälter und es ist dunkel wie im Arsch. Da wollen wir nicht unbedingt draußen sein. Ja, du bist müde, ich weiß. So. Dann können wir noch das restliche Licht. Ja, können wir noch ein bisschen ausnutzen für ein wenig Flickarbeiten. Was haben wir hier? Wollsocken. Baumwollsocken. Okay, Baumwollsocken kommen weg. Jetzt zerlegen wir mal. So, und dann können wir unsere Wollsocken mal flicken. Ja, mit dem Nähset, das wäre ganz gut. Hey, das funktioniert ja wunderbar. Sonst bin ich nie so erfolgreich beim Reparieren hier. Daunenweste. Kann ich die eigentlich. Ah ja, stimmt. Ich habe ja noch gar keine Jacke. Ich habe keine Jacke. What the fuck? Das machen wir weg. Die Fließjacke ist für den Arsch. So, dann haben wir das auch. Socken sind repariert. Das können hier noch weg. Zerlegen wir alles schön. Sonst haben wir nämlich zu viel Gewicht bei uns. Wir können nämlich nur im Moment 28 Kilo tragen. Da müssen wir unter Kontrolle halten. So. Was mache ich denn? Ich könnte die Socken noch mal. Komm. Die Socken gehen noch. Nehmen wir einfach ein paar Stofffetzen dran, dann ist alles wieder gut. So. Wie neu. Dann. Ja, die anderen Sachen gehen eigentlich. Obwohl, die Unterbuchse. Die Unterbuchse machen wir auch noch fertig. So. Astrein. Und meine Reparaturfähigkeit. Die wird richtig schön geskillt. Dann haben wir das fertig. Und dann. Nehmen wir mal. Erstmal mal trinken. Sonst verduste ich nämlich im Schlaf. Das kann einem in diesem Spiel passieren. So, erstmal 450 Milliliter Wasser gesoffen. Und jetzt gucken wir mal, wie lange schlafen wir? Ich sag erstmal 6 Stunden. Ausruhen. So. Ja.